Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf und rufe auf Tagesordnungspunkt 3, Hinweis auf den bereits geleisteten Eid zweier richterlicher Mitglieder des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen nach § 9 Absatz 3 und 2 Staatsgerichtshofgesetz. Ich darf Sie zunächst begrüßen, Herr Prof. Posek, Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Frau Prof. Dr. Ute Saksowski, Vizepräsidentin, Dr. Wilhelm Wolf, Dirk Liebermann, Michaela Kilian-Bock, Prof. Dr. Lothar Fischer und Jürgen Gasper als richterliche Mitglieder des Staatsgerichtshofs, Prof. Dr. Steffen Detterbeck, Prof. Dr. Georg Falk, Frau Leo Gianni und Rupert von Plotnitz als nichtrichterliche Mitglieder. Nachdem am 25. April 2018 der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs getagt und Herrn Dr. Wilhelm Wolf sowie Herrn Dirk Liebermann zu richterlichen Mitgliedern wiedergewählt hat, findet nun der erforderliche Hinweis auf den bereits geleisteten Eid statt. Ich darf Sie bitten, sehr geehrter Herr Prof. Posek, vorzutreten, um als Präsident des Staatsgerichtshofs den gewählten richterlichen Mitgliedern nach § 9 Absatz 3 Satz 1 Staatsgerichtshofsgesetz auf den bereits geleisteten Eid hinzuweisen. Und ich habe gehört, Sie wollen noch einige Worte an uns richten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jedenfalls den Tag für die Vereidigung der beiden richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs hervorragend gewählt. Heute ist der Tag des Grundgesetzes. Und das ist, glaube ich, auch ein Tag, an dem man sich bewusst darüber sein kann, dass wir hervorragende verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland durch das Grundgesetz und in Hessen durch die Hessische Verfassung haben. Ich möchte mich im Namen des Hessischen Staatsgerichtshofs ganz herzlich für die Wahl der beiden Mitglieder bedanken. Das ist zunächst einmal eine Freude für die beiden. Ihnen gilt unser aller Glückwunsch. Es ist aber auch eine Freude für den Staatsgerichtshof insgesamt. Wir können so nämlich kontinuierlich mit zwei Richtern weiter zusammenarbeiten, die sich bereits als hervorragende Verfassungsrichter bewährt haben. Und ich sage auch Danke dafür, dass diese Wahl so frühzeitig und so unkompliziert möglich war, weil das auch für die Arbeitsfähigkeit des Staatsgerichtshofs ausgesprochen wichtig ist. Und der Wahlakt durch Sie für die Mitglieder des Staatsgerichtshofs ist keine Formalie oder gar eine Lappalie, sondern er hat große Bedeutung. Nach Artikel 70 der Hessischen Verfassung liegt die Staatsgewalt unveräußerlich beim Volk. Und Sie als gewählte Vertreterinnen und Vertreter repräsentieren den Willen der Bürgerinnen und Bürger. Von daher ist Ihr Wahlakt für uns im Staatsgerichtshof ausgesprochen wichtig. Er verschafft uns auch Legitimation in unserer täglichen Arbeit. Da das möglicherweise im Rahmen der zu Ende gehenden Legislaturperiode dieses Hessischen Landtags der letzte Termin ist, den wir hier als Mitglieder des Staatsgerichtshofs mit Ihnen gemeinsam haben, möchte ich auch ganz herzlich meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie dem Hessischen Verfassungsgericht mit großem Respekt entgegengetreten sind und entgegentreten. Das ist ein Dank, den ich ganz ausdrücklich an alle Fraktionen dieses Hohen Hauses richte. Und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so respektvoll miteinander umgeht. Wer ins Ausland schaut, auch in befreundete Staaten, sieht, wie dort rechtliche Rahmenbedingungen mit Füßen getreten werden. Und ich glaube, da ist dieser Umgang, den wir hier auch in Hessen zwischen den Verfassungsorganen pflegen, ein ausgesprochen wichtiger, ein positiver und ein Lebenselixier für unsere Demokratie. Applaus
In diesem Zusammenhang sehe ich auch die Wahl der beiden richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs und diesen würdevollen Akt der Vereidigung, den wir nun gemeinsam durchführen können. Ich darf die beiden, Herrn Liebermann und Herrn Dr. Wolf, bitten, nach vorne zu treten. Beide sind bereits vereidigt, sodass Frau Präsidentin schon zu Recht darauf hingewiesen hat, dass sie lediglich noch einmal an einen bereits geleisteten Eid zu erinnern sind. Herr Dr. Wolf hat diesen Eid am 31. Januar 2012 geleistet. Er hat sich verpflichtet, die Verfassung des Landes Hessen getreulich zu wahren. Und ich erinnere Sie, Herr Dr. Wolf, dass dieser Eid auch für Ihre weitere Tätigkeit im Staatsgerichtshof gilt. Herr Dr. Liebermann hat den Eid am 13. Juli 2016 geleistet, den gleichen Eid, und auch dieser gilt für Ihre weitere Tätigkeit fort. Von daher wünsche ich uns weiter eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich darf ebenfalls meine herzlichen Glückwünsche überbringen und mache eine kurze Sitzungsunterbrechung, damit Sie dieses auch tun, Kolleginnen und Kollegen.